Wenn du eine Disney-Prinzessin wärst, welche wärst du? Michael! Heute starten wir vom Sporthotel in Öhringen und fahren jetzt. Genau, es ist ja ein Sporthotel. Ja, ihr seht, wir sind bereit für den Auftritt heute in Öhringen. Achtung, fertig, los! Haltet euch fest, ich fahre los! Intro! Bibi Blocksberg auf Tour. Auf Tour und nicht auf Kur. Bibi Blocksberg auf Tour. Seht, was ein tolles Team auf Tour so alles macht. Angekommen, wir sind. So, hier haben wir übrigens Annettes alter Ego, Annette Styles. Hallo, liebe Follower von Kniechel. Heute, wir sind in Öhringen und haben eine Bibi-Blocksberg-Show. Und lasst euch eins sagen, hier gibt es keine Sprite zu trinken. Ich meine, hallo, muss man Mezzo-Mix trinken. Keine Sprite, der macht sowas. Oh! Hey, wer bist du denn? Noch eine Styles hier. Bibi Stylesberg. Das ist heute unser Zuschauersaal und das ist heute unsere Bühne. Also das hier. And I'll have a charm of my life. Ja, man kann dran arbeiten. Super. So, Sonja, was mache ich vorm Schminken? Ach ja. Hä? Folgen Sie dem Regenschirm. Ja, du musst mit. Komm. Aufstellung. Es geht los! Bitch! Ja, das war die Aufführung in Öhringen! Ihr habt super mitgemacht, Leute! Michel, wenn du eine Disney-Prinzessin wärst, welche wärst du? Wieso sollte ich eine Prinzessin sein? Nur allgemein! Eine allgemeine Prinzessin? Nee, ist ja auch keine Prinzessin. Das ist die einzige, die keine Prinzessin ist. Die von Herkules. Mac. Ist die einzige, die keine Prinzessin ist. Okay, aber Mac lassen wir durchgehen. Achso. Wer diese mit diesen roten Haaren? Merida. Ja, genau die meine ich. Ach, das ist auch Pixar zählt die auch. Ist geil. Pixar zählt auch. Ja, das ist auch Pixar. Disney Meisterwerke. Nee, Pixar zählt auch. Achso, dann bin ich der Dinosaurier aus Toy Story. Stopp! Dann bin ich Dory! Dory! Ich bin Dory! Wir haben ja von Prinzessinnen geredet. Das ist eine Prinzessin! Ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre Dory. Entschuldigung, vom Vergesslichkeit. Ich bin Elsa. Was für eine Disney-Prinzessin bist du? Anna, ich bin die Schwester von der Elsa. Ja, das war's. Okay. Und du? Ist doch ganz klar. Rapunzel. Ach so. Klassik. Nein, keine, ich weiß es nicht. Ja, am Ende. Also, wenn es keine Prinzessin sein müsste, ich wäre gerne Ariel. Die ist Prinzessin. Außerdem ist jedes Mädchen eine Prinzessin. Mein Vater ist der. Ja, ich auch. Ich bin Ariel. Mein Papa hat immer gesagt, ich bin eine Prinzessin. Also ich weiß nicht, ob ich nicht das erzählt habe, aber hauptsächlich spielt er eine Frauenrolle bei Bibi. Hauptsächlich spielt er die Gundel, nicht den Bürgermeister. Der ist gar nicht so wichtig wie die Gundel. Also du glaubst gar nicht, wie viele Leute jetzt da drunter schreiben werden. Stimmt, kennen wir ihn noch. Wir machen gerade das schöne Buch für das Theater in Öhringen fertig. Wenn ihr gucken möchtet, tada! Nur noch eine Seite unterschreiben. Nun, wir fahren zu unserer Hotel in Bensheim. Gute Fahrt, Annette Stolz. Im Hotelzimmer angekommen und ja, Mädelsabend, ne? Wir schalten mal gleich zum nächsten Tag. Angekommen!
in Bensheim, in der Grotte. Kurze Einführung, ganz wichtig, unsere Signalschilder. Genau. Wir haben ja immer Umbau. Dann haben wir Auftritt 1, das ist für den ersten Akt. Dann haben wir Auftritt 2 für den zweiten Akt. Auftritt 3 für die Zugabe. Achtung, wenn wir los müssen, dann haben wir Bühne betreten verboten, wenn wir irgendwelche Techniker nicht auf der Bühne haben wollen. Und natürlich bitte Hure, wenn die Darsteller Prostituierte möchten. Kommt öfter vor, als man denkt. Da hier in Bensheim keine Hure ist, muss Knieche herhalten. Immerhin. Oh, gestern guck mal, was wir heute für Muster haben. Voll schön. Oh, das sieht ja schön aus. So, das ist heute unser Bühnenbild. Ja. Und das hier, das hier ist heute unser Saal. Und los geht es, Aufführung. Ja. Und da ist wieder eine Aufführung gespielt. Woo. Das war super geil. Danke an das tolle Team. Oh. Danke an das tolle Team. Danke an alle, die hier mitgemacht haben. Guck mal, hier werkeln sie noch rum. Danke an das Kokomiko-Theater vor allen Dingen. Bei Sonja hier übrigens, ne, die hat auch gevloggt. Da könnt ihr auf dem Kanal auch sehen, aus ihrer Sicht, wie das Ganze so war. Und ansonsten geht es für uns jetzt weiter nach Euskirchen und nach Neuss. Bis zum nächsten Vlog. Woo. Hier könnt ihr noch meinen Kanal, den von Sonja und den vom Kokomiko-Theater abonnieren. Meine weiteren Spieltermine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Knichel.